Heute im Test der Jargibot Akkuversorger, der aktuell für 80 Euro zu haben ist. Ja, üblicherweise bekommt man für unter 100 Euro nur Plastikbomber, die gar nichts taugen. Entsprechend ist es auch Monate her, dass wir ein Modell in dieser Preisklasse empfehlen konnten. Und zwar war das der Schunzer OL1, der leider nicht mehr produziert wird. Jargibot lautet der neue heiße Tipp meines Kollegen Tim, der ja selbst schon unzählige Modelle getestet hat. Und diese Entdeckung kann nicht nur im Preis, sondern auch mit einigen Funktionen überraschen. Schauen wir mal rein. Lieferumfang. Wir haben ein Handgerät, Netzteil, Wandhalterung, motorisierte Bodendüse, zwei Ersatzfilter, Fugendüse, Möbelaufsatz mit weichen Borsten, Teleskopsaugrohr, Reinigungstool und eine Bedienungsanleitung. Dann, bei den technischen Daten wird im günstigen Segment, insbesondere bei den nicht DIN-normierten Werten, gerne mal übertrieben, während der 2200 mAh Akku für 35 Minuten Laufzeit sorgt, was okay und Standard ist, soll der 160 Watt Motor eine Saugleistung von 15.000 Pascal erzeugen. Das haben wir dann nachgemessen und kommen leider nur auf maximale 10.000 Pascal. Für Hartboden ist das in Ordnung, für Hochflorteppiche braucht man da schon was Stärkeres. Auch der Staubbehälter wird mit 800 ml beworben. Das passt vom Volumen, aber auch nur dann, wenn man die maximale Füllgrenze ignoriert. Also wir haben hier direkt zum Start einige Flunkereien, die bei der Begeisterung ein wenig auf die Bremse drücken. Aber wenn wir auf die Funktionen schauen, dann zeigt sich das Modell von der Schokoladenseite. Denn es gibt eine Freistehenfunktion und das ist kaum zu glauben, denn jedes einzige Modell, was ihr sonst mit dieser Bauart findet, kann das nicht und zwar völlig egal wie teuer. Weder ein 800 Euro Samsung Bespoke Jet noch irgendein Dyson Flaggschiff. Es gibt zwar Akkustaubsauger wie so ein AEG QX9, die ganz anders konzipiert sind, aber für diesen Bautyp, der mit großem Abstand der Standard ist, ist das einzigartig. Und ich finde das ziemlich witzig, dass gerade so eine No-Name-Brand hier mit einem lächerlichen Preis um die Ecke kommt und hier einen solchen Mehrwert bieten kann. Wir können die Reinigung jetzt problemlos unterbrechen, was ja zigmal vorkommt, zum Beispiel weil Schild oder Stühle oder Möbel umgestellt werden müssen. Und wir müssen keine Sorgen haben, dass der Akkusauger dann nach dem Anlehnen wegrutscht oder wir das Teil auf den Boden legen müssen. Und auch in der Bauhöhe haben wir deswegen keine Kompromisse zu befürchten. Mit 7,5 cm sind wir flach genug, dass wir unter den meisten Möbeln saugen können. Also eine ganz tolle Funktion. Ja, und dann hat der Jargibot LEDs unten an der motorisierten Rollbürste. Im letzten Video zum High-End-Akku-Wischsauger Philips Aquatrio Cordless hatte ich den Zuschauern genau die Frage gestellt, ob solche LEDs hier wichtig sind oder eine Spielerei. Und das Feature wird überraschend positiv angenommen. Für die meisten ist das ein Spaßfaktor und man erkennt den Staub in den Ecken einfach besser. Ansonsten haben wir noch ein Teleskopsaugrohr und bei den kabelgebundenen Geräten gibt es das öfters. Bei den Akkusaugern gibt es das eigentlich auch fast überhaupt nicht. Damit kann man die Größe des Modells der eigenen Körpergröße anpassen oder eben auch eine höhere Reichweite erzielen, um an der Decke zu saugen. Sehr unüblich und habe ich hier nicht mit gerechnet. Die Rollbürste ist dann eine motorisierte und mechanische Unterstützung zur Saugkraft und ein großer Vorteil gegenüber den klassischen Staubsaugern. Fluffige Bürsten wie diese hier sind auch universal einsetzbar, eignen sich aber besonders gut für Hartböden. Der Hersteller hat hier auf eine weitgehend geschlossene Abdeckung gesetzt. Dadurch bleibt die Saugleistung erhalten, was bei der Motorleistung hier Sinn macht. Das hat aber auch den Nachteil, dass wir das Grobgut jetzt schwerer einsaugen können, beziehungsweise das Modell dafür anheben müssen. Und um die besonderen Funktionen abzuschließen, haben wir hier noch einen Wechselakku. Wer mehr Laufzeit haben möchte, der kann sich also einen Zweitakku bestellen und mit zwei Handgriffen wechseln. Die Verfügbarkeit ist aber erfahrungsgemäß ein anderes Thema. Da müsst ihr im Zweifel direkt den Hersteller anschreiben. Preis-Leistung. Was mir gut gefällt, ist die Leichtigkeit des Modells. In Vollfunktion wiegt der gesamte Staubsauger nur 2,5 Kilo. Das heißt, Treppen kann man damit spielerisch einfach saugen. Auch, dass die Module sich hier butterweich ohne Ziehen und Klemmen wechseln lassen, das finde ich super, weil mich das bei anderen Geräten oft geärgert hat. Der Akkusauger eignet sich für kleine Tätigkeiten durch. Die Freistehenfunktion ist in meinen Augen der Winning Point und rundet ab, wie komfortabel selbst so ein günstiges Modell sein kann. Und wegen der guten Anwendungsfreundlichkeit bin ich gewillt, auch die falschen Angaben in anderen Punkten zu verzeihen. Auch in dem Wissen, dass es unter 100 Euro so gut wie keine brauchbaren Geräte gibt. Und daher ist das bis auf Weiteres unsere Empfehlung. Falls ihr das Modell holt, dann sagt doch gerne mal Bescheid, wie eure Erfahrungen damit sind.